liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und ein gutes Neues. Kaum sind die Festtage vorbei, gibt es schon wieder etwas zu feiern. Der Dreikönigstag am nächsten Sonntag. Mehr dazu dann ein bisschen später. Sonst ist der Januar ja eher ein bescheidener Monat und man schaut wieder ein bisschen mehr auf die Ausgaben. Stichwort Januarloch. Auch Coop hat sich ganz aufs Rechnen konzentriert und für sie zahlreiche Angebote zum Sparen zusammengestellt. Unter anderem sind auch die wichtigsten Natur-Quarksorten, die man vor allem in der Küche braucht, jetzt günstiger. Zum Thema Quark hat mir unsere Ernährungsberaterin übrigens folgendes Stichwort aufgeschrieben. Hervorragender Eiweißlieferant, viel Kalzium, leicht verdaulich und bekömmlich und wegen der verschiedenen Fettstufen auch für kalorienbewusste im Genuss. Wenn es ums Geniessen geht, sind wir bei dir ja in guten Händen, Andy. Ganz sicher. Heute machen wir auf jeden Fall eine feine Quarkgisch mit Spinat. Grüß dich miteinander. Als Geniesser, aber noch mehr als Sprinter bekannt, ist unser Gast. Herzlich willkommen im Studio, Bruno Risi. Hallo Bruno. Hallo Susan. Das 2001 war für dich ja so ein richtiges Goldjahr. Ja, das kann man sagen. Ich bin im April Vater geworden von unserem kleinen Sohn Corsin. Habe dann im September zum 5. Mal die Weltmeisterschaft gewonnen im Punktefahren. Und eine Woche später meine Frau noch kirchlich geheiratet. Und wann fängt denn die zweite Hälfte der 6-Tage-Saison an? Das wird nächste Woche in Bremen sein. Und dann folgen die weiteren Rennen in Stuttgart, Berlin und Kopenhagen. Gut, zuerst sportest du aber in die Küche. Dort wartet nämlich der Andy vom Restaurant zum alten Stefan in Solothurn auf dich. Gut. Für den Teig das Mehl und Salz mischen. Dann die Butterflöckchen dazugeben, miteinander verreiben, um einen Kranz zu formen. Dann Sei und das Wasser in die Mitte geben und sofort zum Teig verarbeiten. Aber nicht kneten. Salut, Bruno. Salut, Andi. Dann für die Füllung Zwiebeln und Knoblauch fein hacken. Und im Olivenöl kurz andämpfen. Weiter den tiefgefrorenen Spinat dazugeben und ein paar Minuten mitdämpfen. Die Pfanne vom Herd nehmen. Das Gas abstellen, Hauptfettquark dazugeben, sauren Halbrahm und die Eier dazugeben, gut durchmischen, mit Salz und Pfeffer und Muskatnuss schön würzen. Den Teig auswählen und auf einem Blech auslegen. Die Füllung auf dem Teig verteilen und 25 Minuten im vorgeheizten Ofen backen. Den Gisch rausnehmen und mit den Tomstückchen garnieren. Und nochmal für 25 Minuten im Ofen fertig backen. Die Gisch noch warm mit einem feinen Salat servieren. Auch das Rezept steht in der neuen Coop-Zeitung. Ein guter. Ich wünsche viel Vergnügen beim Ausprobieren. Danke unseren beiden Köchen. Dann kommen wir jetzt zur Auflösung des Wettbewerbs für unsere Zuschauer hier im Studio. Die Frage hat gelautet, wie heissen drei Königstage, abgeleitet aus dem Griechischen auch noch? Epiphanie, Stephanie oder Melanie? Und die richtige Antwort herausgefunden, nämlich Epiphanie, und damit Rekaschek im Wert von 250 Franken gewonnen hat, der Herr Holzinger Paul. Herzliche Gratulation. Herzliche Gratulation. Rekaschek werden auf zahlreichen Transportmitteln wie Bahn, Postauto, Schiff oder Bergbahnen wie Bargeld entgegengenommen und man kann in mehr als 2000 Restaurants in der ganzen Schweiz damit zahlen. Ich möchte mich bei allen fürs Mitmachen bedanken, ganz besonders bei dir, Bruno, mit dem Strauß aus unserer Blumenabteilung. Danke vielmals. Am nächsten Sonntag ist, wie bereits erwähnt, Dreikönigstag. Zur Erinnerung an die drei Magier oder Weisen aus dem Osten, die vom Stern nach Bethlehem geführt worden sind, gibt es bei uns von morgen an wieder den traditionellen Dreikönigskuchen aus unserer Bäckerei. Das Wichtigste an dem Rezept ist natürlich das Figürchen, das in einer von diesen sechs Kugeln versteckt wird. Es entscheidet ja schlussendlich, wer das Glück hat und sich den ganzen Tag lang Kronen aufsetzen darf. Und zum Schluss noch der Woche aus dem Coop-Restaurant. Reis Casimir mit Boulet und Früchten für weniger als 10 Franken. Das war es für heute. In einer Woche zeigen wir Ihnen unter anderem, wie wir im Appenzell Silvester feiern. Es würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Bis dann, auf Wiedersehen!